Danke, hoff, dass du bald kommst. Schwupp geht die Tür auf, tada, du bist da. Thema. Die große Enthüllung! Wow! Aber ja. Was für eine Enthüllung? Weiß nicht, vielleicht hat es was mit den Paketen zu tun? Ja. Oh, ist das für mich? Weiß nicht, steht cool. Kein Name drauf. Ja, dann ist es für mich. Ich nehme das hier, das ist groß. Nein, ich möchte das große. Nein, das kriege ich. Das ist unfair. Meinst du, ich darf schon aufmachen? Nein, es ist doch kein Weihnachten. Ja, aber weißt du, das ist wie eine Enthüllung. Wenn ich jetzt das Paket aufmachen würde, dann würde ich enthüllen, was da drin ist. Das stimmt. Tja, aber du hast recht, wir müssen noch ein bisschen warten. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Aber so lange tanzen wir jetzt einfach noch eine Runde. Das ist gut. Jawohl.
heute da bist. Hallo, schön, dass es dich gibt. Hallo, schön, dass du heute da bist. Dreh dich zu deinem Nachbarn, komm, schlag ein. Dann fahr dir durch dein Haar, so soll es sein. Yeah, yeah, yeah. Hallo, schön, dass du heute da bist. Hallo, schön, dass es dich gibt. Hallo, schön, dass du heute da bist. Jetzt grinse irgendjemand fröhlich an. Dreh dich im Kreis und fang zu singen an. Und alle singen mit. Chiki chiki ba chiki bi ba bo. Du bist da ba bissimo. Chiki chiki ba chiki bi ba bi ba bo. Chiki chiki ba chiki bi ba bo. Du bist da ba bissimo. Chiki chiki ba chiki bi ba bi ba bo. Hallo. Schön, dass du heute da bist. Hallo. Schön, dass es dich gibt. Hallo. Schön, dass du heute da bist. Jetzt schnapp dir einfach deinen linken Fuß und gib ihm, wenn du kannst, einen dicken Kuss. Hallo. Schön, dass du heute da bist. Hallo. Schön, dass es dich gibt. Hallo. Schön, dass du heute da bist. Streck mal zu deinem Nachbarn deinen Popo und sag, das ist mein Popo, das ist ein So-O. Chiki chiki ba chiki bi ba bo, du bist da ba bissimo. Chiki chiki ba chiki bi ba bi ba bo. Chiki chiki ba chiki bi ba bo, du bist da ba bissimo. Chiki chiki ba chiki bi ba bi ba bo. Und jetzt nimm deinen Nachbarn in den Arm. Drück ihn ganz fest, dann wird euch endlich warm. Und los geht's! Chiki chiki ba chiki bi ba bo. Du bist da ba bissimo. Chiki chiki ba chiki bi ba bi ba bo. Chiki bi ba bo. Chiki chiki ba chiki bi ba bo. Du bist da ba bissimo. Chiki chiki ba chiki bi ba bi ba bo. Chiki bi ba bo. Chiki chiki. Ach ja. Wenn ich noch warten muss, dann kann ich es auch dahin stellen. Mhm. Du, Mathilda. Was? Diesen Monat geht's auch um Versprechen. Oh. Hast du schon mal einen Freund gehabt, der dir was versprochen hat und der es nicht gehalten hat? Mhm. Da war ich sehr enttäuscht, weil eigentlich muss man doch Versprechen halten. Ja, da sollte man sehr, sehr gut drauf aufpassen, was man so sagt und was man so verspricht, ne? Mhm. Ja, das ist sehr wichtig. Und weißt du, in der Bibel, da gibt es auch einiges zum Thema Versprechen. Und Gott hat auch einige Versprechen gemacht. Echt? Mhm. Und darüber erzählt uns der Simon jetzt noch was. Wow, das will ich sofort hören. Ja, dann hören wir ihm mal zu. Ja, hallo. Wir haben jetzt ja schon das ganze Jahr über immer wieder irgendwelche Geschichten aus der Bibel gehört. Ganz am Anfang haben wir was von Abraham gehört und dann ging es ja mit Mose und so weiter, eigentlich weiter. Und wir lassen jetzt heute mal so ein bisschen die Sache so Revue passieren. Wir denken, wir überlegen uns mal so ein bisschen, was haben wir denn dieses Jahr schon alles gehört? Denn wir arbeiten jetzt ja gerade eigentlich auf das Finale von dieser großen Geschichte, die wir jetzt über das ganze Jahr verteilt gehört haben, hin. Genau. Am Anfang hat Gott eben diese Welt geschaffen, das habt ihr ja auch am Anfang mal gehört. Und dann gab es Abraham. Das war schon relativ bald dann. Und Abraham hat von Gott ein Versprechen bekommen. Abraham, der war zwar eigentlich schon alt, aber dem wurde ja versprochen, dass er irgendwann mal ein ganz großes Volk haben wird. Abraham, der war eigentlich einfach nur ein alter Mann, der auf die Wanderschaft gegangen ist. Und der ist einfach dann durch die Zeit gelaufen. Durch die Gegend gelaufen, bis er dann irgendwann in dem Gebiet gelandet ist, wo dann später auch das Volk gesiedelt hat. Er hat Gott vertraut, weil Gott ihm ein Versprechen gegeben hat. Und dann ging so die Zeit rum. Irgendwann ist dann das Volk in Ägypten in der Sklaverei gelandet.
Dort waren sie dann auch ganz lange. Die Geschichte habt ihr ja auch gehört. Waren sie etwa 400 Jahre lang. Liegen bleiben. Etwa 400 Jahre lang waren sie dann ja in Ägypten in Gefangenschaft. Und nach 400 Jahren kam ein Mann, von dem habt ihr auf jeden Fall auch gehört. Dieser Mann hatte was mit dem Korb zu tun. Naja, jedenfalls als er noch klein war. Das war Mose. Mose wurde als Baby in einem Korb im Nil ausgesetzt. Und dort hat ihn die Tochter vom Pharao gefunden und er großgezogen. Später hat er dann das Volk rausgeführt. Gott hat ihm versprochen, dass er mit ihm ist und dass er das ganze Volk rausführen wird aus Ägypten in das gelobte Land, in ihr Land, was ihnen später mal gehören wird. Auch Mose, er hat auf Gott vertraut und ist losgezogen und hat dieses riesige Volk, was er sich eigentlich gar nicht getraut hat, rausgeführt und Gott hat ihm dabei geholfen. Ja, und dann waren sie so in dem Land, es ging dann auch wieder einige Zeit so ins Land, so, und ja, das Volk Israel hat sich ja nicht immer ganz so gut verhalten, aber irgendwann haben sie sich halt so umgeschaut, so, hey, die ganzen Völker um uns rum, die haben ja alle Könige, aber wir haben keinen König. Und das hat sie irgendwie echt ein bisschen, ja, das hat sie gestört. Das Volk wollte unbedingt einen König haben. Also war es dann soweit, dass Gott gesagt hat, okay, gut, dann kriegt ihr halt einen König. Und dann wurde Saul König. Die Geschichte ist jetzt noch gar nicht mal so lang her, das habt ihr ungefähr vor einem Monat oder so gehört. Die Geschichte mit Saul war jetzt nicht ganz so gut. Könnt ihr euch ja vielleicht noch dran erinnern. Er war kein guter König. Ist irgendwie dann verrückt geworden und wollte dann einfach Leute umbringen und so. Und dann kam ein weiterer König. Der war eigentlich eher so ein Hirte auf dem Feld. Ein kleiner Junge. Wurde kaum beachtet. Sein Vater hat sogar komplett vergessen, dass er ihn noch hatte. Als gefragt wurde, hast du denn noch einen Sohn? Da sind wir irgendwann so, oh ja, stimmt, da haben wir noch einen vergessen. Aber der David, der wurde dann später König. Klar, erst wollte Saul ihn umbringen. Auch eine ganz interessante Geschichte mit David und Jonathan und so. Auch die Geschichte habt ihr jetzt erst vor kurzem gehört. Aber David hat später eine Krone bekommen. Er wurde König. Und von ihm heißt es auch, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und er hat von Gott auch ein Versprechen bekommen. Da kam ein Prophet zu ihm, hat ihm gesagt, hey, Gott verspricht dir, dass immer einer deiner Nachkommen hier auf dem Thron sitzen wird. Und das war auch so. Es sind viele Könige nach David gekommen. Aber ja, nicht alle haben irgendwie so auf Gott gehört. Aber alle von ihnen waren Nachkommen von David. Nur halt, manche waren keine guten Könige, aber Gott hat sich an sein Versprechen gehalten. Und dann gibt es noch einen ganzen Teil in der Bibel, von denen haben wir noch nichts gehört. Das sind die Propheten. Die Propheten, die haben nämlich auch noch was angekündigt. Die haben ja immer wieder irgendwie Sachen angekündigt und so. Weil irgendwann, als die Könige so schlecht waren, wurde das Volk verstreut. Es wurde gefangen genommen und ist nach Babylon gekommen. Die wurden überall irgendwie verteilt. Und auch in der Zeit hat Gott sein Versprechen, das er damals Abraham gegeben hat, dass er das Volk beschützen wird, dass es sein Volk ist, hat er nicht vergessen. Er ist immer noch nachgegangen und hat ihn an Propheten geschickt. Und dann kam dann so ein Typ, der Jesaja, und ich lese euch mal was vor, was der gesagt hat. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Das heißt, er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst.
Seine Herrschaft ist groß und der Friede auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Das steht in Jesaja 9, Vers 5 und 6. Und auch ein bisschen weiter hinten ein anderer Prophet, der, Moment, da muss ich jetzt mal nachgucken, Micha. Der Micha hat auch was gesagt, nämlich, du, Bethlehem Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen wird. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheiten zurück, ja bis in die Urzeit. Da können wir schon zwei Sachen hören, nämlich, dass irgendwann ein richtig guter Herrscher kommen wird. Das hat der Jesaja damals dem Volk gesagt. Dass irgendwann ein richtig, richtig guter Herrscher kommen wird, der wirklich gerecht ist, der ein ewiger Vater sein soll, der ein starker Gott ist und der auf dem Thron Davids sitzt. Auch hier wieder der Thron Davids, das Versprechen, was Gott gegeben, an David gegeben hat. Auch Jahrhunderte später, immer noch, denkt er daran. Ja, manche von euch haben es vielleicht schon gemerkt, von wem da die Propheten reden. Ja, es gibt noch ganz viele andere Stellen. Könnt ihr euch jetzt mal vorlesen, aber ich glaube, das wird ein bisschen arg lang. Aber noch ganz, ganz viele andere Propheten haben auch was dazu gesagt. Ja, Jesus wurde damals schon angekündigt von den verschiedenen Propheten in ganz verschiedenen Zeiten für das Volk. Also wir können sehen, schon von ganz Anfang an, Gott gibt sein Versprechen an Abraham, er hält es. Er gibt sein Versprechen an Mose, er hält es. Er gibt ein Versprechen an David und er hält es. Und er gibt auch ein Versprechen, dass er die Welt retten will. Dass er für die Sündenvergebung sorgen will. Und auch das, daran hat er sich auch gehalten. Er hat uns Jesus geschickt, vor 2000 Jahren, der ihm in Bethlehem geboren wurde. Und wir haben jetzt gerade die Adventszeit. Advent heißt ja ankommen oder warten. Und wir warten genau jetzt darauf. An Weihnachten, da feiern wir jetzt dann dieses Fest. Und eine Sache, die wir jetzt wirklich von dieser Geschichte jetzt mitnehmen können, ist, dass Gott hat ihn über die Jahrtausende hinweg immer wieder Versprechen gegeben und gehalten. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass wir Menschen öfters mal unsere Versprechen nicht halten. Also ich habe manchmal auch schon Versprechen nicht gehalten. Ihr wahrscheinlich auch. Und auch uns gegenüber wurde bestimmt immer mal wieder ein Versprechen nicht gehalten. Auch euch gegenüber vielleicht nicht. Aber das, was wir hier sehen können, ist, dass Gott hält seine Versprechen. Darauf können wir uns wirklich verlassen, weil er hat hier über die Geschichte hinweg, Jahrtausende später, eine riesige Zeit, hat er immer noch daran gedacht, was er versprochen hat und hat sich da wirklich dran gehalten. Also wir können uns wirklich darüber freuen, dass Gott seine Versprechen hält, die er uns gegeben hat. Und da gibt es noch diesen Lernvers. Also das ist ein Vers, den haben wir jetzt diesen Monat auch als Merkvers. Steht in Philippa 4, Vers 4, der heißt, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Ja, wir können uns wirklich freuen, denn wir haben durch Gott diese Rettung bekommen. Ja, Gott hat uns versprochen, uns zu erlösen. Und das hat er durch Jesus gemacht. Ich bete noch. Ja, Herr, danke. Danke, dass du deine Versprechen wirklich über die Jahrtausende gehalten hast. Dass du, ja, uns nicht vergessen hast und dass du uns Jesus geschenkt hast als Friedefürst, als Erretter, wie du es da jetzt schon bei Jesaja gesagt hast. Dass er, ja, einfach die Erlösung bringt. Danke, dass wir das jetzt in der nächsten Zeit wirklich feiern dürfen. Amen. Schon cool, Mathilda, oder? Gott ist einfach so gut. Ja, und das größte Versprechen, was Gott den Menschen gemacht hat, das ist eigentlich an Weihnachten, oder deshalb feiern wir Weihnachten, ja, weil das größte Versprechen, was Gott
uns gegeben hat, ist, dass er uns seinen Sohn auf die Erde schickt. Stimmt! Und deswegen feiern wir ja Weihnachten und denken daran, dass Jesus geboren ist. Das ist sowieso das coolste Fest. Ja, genau. Daran denken wir. Und ja, jetzt sind wir wieder am Ende von unserem Gottesdienst. Schon! Und es gilt nur noch, was zu basteln. Okay, da habe ich richtig Lust. Ja, also dann, Kinder, viel Spaß beim Basteln. Wir machen heute Sterne aus Transparentpapier. Dafür braucht ihr Transparentpapier. Ja? Wir haben jetzt gelb, rot gab es nicht mehr. Kleber. Und Schere, Bleistift und Lineal. Genau. Wir haben uns für den Anfang solche Rechtecke zugeschnitten. Der Amri, ihr Maß, ist 6 cm mal 12 cm. Das gibt dann einen kleinen Stern. Und meins ist 12 cm mal 24 cm. Und jetzt zeigen wir euch, wie man die einzelnen Zacken faltet. Und ich erkläre es. Zuerst macht ihr das Buch. Also klappt es so aufeinander. Und streicht dann so darüber. Ihr macht es wieder auf. Und dann macht ihr wie bei einem Papierflieger so. Aber der ist da gerade runtergefallen. Und dann macht ihr so. Passt auf, dass ihr auf der Linie bleibt. Und beim anderen macht ihr es fast genauso, nur ihr macht den zweiten Schritt nicht. Und fertig ist eine Zacke. Sehr schön. Wenn ihr genug habt, dann könnt ihr einmal hier nochmal kurz aufklappen, in der Mitte einen Tropfen Kleber hinmachen und ihn dann festkleben. Und jetzt werden die einzelnen Zacken, die wir hier gemacht haben, aneinander geklebt. Und zwar immer so aufeinander, dass hier man wieder diese Linie als Anhaltspunkt nimmt. Also ich mache hier Kleber drauf und klebe diese Zacke da dran. Dann mache ich hier wieder auf dieses kleine Dreieck Kleber drauf und klebe das da dran. Und wenn ich das jetzt mache, bis ich rundherum bin, dann habe ich gleich einen wunderschönen transparenten Stern. Wow, cool! So, jetzt brauchen wir schon die letzte Zacke. Jetzt mache ich auf beide Dreiecke Kleber. Mama hat einen Stern. So, eigentlich müssen wir jetzt kurz warten, bis es trocken ist. Schauen wir mal, ob es hält schon. Tada. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß daran, diese Sterne zu basteln wie wir und kommt auch so ein bisschen ins Bastelfieber. Also, wir machen jetzt noch ein bisschen weiter und wünschen euch viel Spaß, frohe Weihnachten, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.